Aloha, Freunde der PlayStation und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Nun, der Ball kommt langsam, aber sicher ins Rollen. In einer Woche erscheint endlich die PlayStation 5 auch in Deutschland. Bis dahin kann ich sagen, heute ist bei mir die Post gekommen und hat folgendes Paket mitgebracht von Mediamarkt. Das Pulse 3D Wireless Headset von Sony. Und ich habe das Ganze natürlich für euch schon mal ausgepackt. Das Unboxing erspare ich euch an der Stelle und natürlich auch schon ausprobiert. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, aber wie möchtest du das denn ausprobieren ohne die PlayStation 5? Dazu kann ich sagen, 3D-Audio ist eigentlich gar nicht so neu, wie die meisten denken. Klar, Sony hat das vorher noch nie so beworben, aber Tatsache ist, 3D-Audio gab es auch schon bei der PlayStation 4. Damals hat Sony auch schon ein Surround Sound Headset für die PlayStation 4 veröffentlicht. Nun ist es aber so, dass damals leider nicht allzu viele Spiele supported wurden. Und wir wissen auch nicht so genau, ist das 3D-Audio von damals jetzt in etwa gleichzusetzen mit dem 3D-Audio, was wir bei der PS5 bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich das Ganze mal ausprobiert, und zwar in God of War. God of War ist eines der wenigen Spiele, die 3D-Audio auf der PS4 unterstützen. Und so viel kann ich schon mal sagen, 3D-Audio ist echt ziemlich nice. Wie würde ich das am besten beschreiben, dieses 3D-Audio? Nun ja, also ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr starker Stereo-Effekt. Ja, ihr könnt wirklich ganz genau orten, wo kommt der Sound her, aber das kann man ja mit jedem Headset. Das ist an sich erstmal nichts Neues. Ja, man kann auch perfekt erkennen, kommt der Sound von vorne, kommt der Sound von hinten. Aber dieser Effekt, der ist einfach deutlich verstärkt. Nun habe ich das gute Stück, wie gesagt, bei God of War ausprobiert und da konnte es mich tatsächlich sehr überzeugen. Ich konnte immer genau hören, wo ist Atreus, von wo spricht er gerade mit mir, und das ist ziemlich cool. Allein das Menü klang schon echt ziemlich nice. So, nun ist aber leider nicht alles perfekt an diesem Headset. Erstmal von der Haptik her kann ich sagen, das Ganze fühlt sich solide an. Besonders positiv aufgefallen ist mir dieser Strap hier in der Mitte, der so ein bisschen variabel ist und sich dadurch der Kopfgröße anpasst. Nun ist dieser obere Teil hier leider aber komplett aus Plastik und das gefällt mir so semi-gut, muss ich sagen. So, jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, dass tatsächlich die PlayStation-Symbole hier in diesem inneren Bereich eingetragen sind, wie das auch bei dem Controller etc. der Fall ist. Allerdings muss man schon wirklich ganz genau hingucken. Also die sind wirklich winzig. Aber sehr, sehr schönes Detail. Nun, was gefällt mir weniger gut an dem Headset? Dafür hört euch doch einfach mal kurz folgende Aufnahme an. So, und damit kommen wir zum Mikrofon. Das Mikrofon des Pulse 3D Wireless Headsets hat mich leider ziemlich enttäuscht. Ihr hört gerade auch wieso. Die Soundqualität ist leider nicht gut. Diese Aufnahme, die ihr jetzt gerade von meiner Stimme hört, habe ich über das Headset aufgezeichnet. Ihr könnt euch also selbst eine Meinung bilden. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass Sony hier kein gutes Mikrofon verbaut hat. Immerhin bei einem Gaming-Headset erwartet man das doch schon. Wenn man mit Kumpels redet, dann möchte man eigentlich nicht wie aus einer Blechdose klingen. Ja, sehr, sehr schade. Aber Sony hat aus irgendeinem Grund bei Kopfhörern oder bei Headsets so die Angewohnheit, richtig schlechte Mikrofone zu verbauen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, zum Beispiel die ganz bekannte Noise-Canceling-Serie von Sony, die überragenden Sound haben, richtig gut, super empfehlenswert, aber das Mikro absolut grottig, auch bei der neuesten Vierer-Serie leider nicht gut.
Keine Ahnung wieso. Kommen wir zu einem ziemlich wichtigen Thema, nämlich dem Sound. Und ich meine jetzt nicht 3D-Audio, sondern einfach die Soundqualität als Kopfhörer. Und da muss ich sagen, da bin ich durchaus zufrieden. 100 Euro Gaming-Kopfhörer und dafür bekommt man hier doch relativ ordentlichen Sound geboten. Ja, ich habe hier einen ziemlich guten Vergleich, zum Beispiel die DT770 von Beyer Dynamic. Und das sind Studio-Kopfhörer und die sind eben dafür gedacht, dass man neutralen Sound hat. Nun, bei dem Pulse 3D Wireless Headset von Sony ist mir aufgefallen, dass die Tiefen betont sind, die Höhen auch ein bisschen. Und an den Mitten mangelt es dem Kopfhörer so ein bisschen, aber beim Gaming fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Ich würde jetzt aber diese Kopfhörer keinem audiophilen Menschen empfehlen, aber dafür sind sie auch gar nicht gedacht und für 100 Euro, muss ich sagen, bekommt man hier doch was ziemlich Ordentliches. So, dann habe ich noch einen negativen Punkt und zwar diesen hier. Das ist nämlich der Adapter und den braucht man ganz unbedingt, wenn man das Headset dann über Bluetooth benutzen möchte. Und da, ich kann mir das nicht so richtig erklären. Ich vermute, dass man das braucht, weil das Headset vermutlich irgendwie ein bisschen anders kommuniziert und das nicht über Bluetooth-Standards abgedeckt ist. Und trotzdem finde ich das ein bisschen schade, dass das nicht funktioniert, denn der Ton ist immerhin gar nicht mal so schlecht. Das bietet ja sogar so ein bisschen Noise-Canceling, was nicht so super gut ist, aber okay. Und dementsprechend wäre es eigentlich ganz cool, wenn man die Kopfhörer auch mit dem Smartphone benutzen könnte. Kann man auch, aber nur über Kabel. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Ansonsten braucht man eben diesen Adapter und den kann man anstecken an PC, an Mac, an die PS4 oder an die PS5 zum Beispiel. Ja. Aber man braucht den halt unbedingt und das finde ich ein bisschen komisch. Außerdem, ich meine, in die PS4 oder in die PS5 hätten sie ja entsprechende Schnittstellen verbauen können, sodass man diesen Adapter gar nicht erst braucht. So, dann setze ich mal die Kopfhörer auf, um euch zu zeigen, wie das in etwa aussieht. Ich kann schon mal sagen, die fühlen sich ziemlich gut an. Ich kann mir auch längere Sessions damit vorstellen. Ich habe die jetzt 2-3 Stunden ausprobiert und meine Ohren haben das sehr gut mitgemacht. Ich habe keine Schmerzen gehabt oder ähnliches. Das hat man ja ganz gerne mal bei solchen Headsets. Das sind übrigens Over-Ear-Headsets, wie ihr seht. Das Ohr passt also komplett rein. Das war ja auch nicht so ganz klar irgendwie. Ich war mir auch unsicher. Ich mag das gar nicht, wenn diese Kopfhörer so auf den Ohren auflegen, weil meine Ohren dann sehr schnell anfangen weh zu tun. Das ist hier glücklicherweise nicht der Fall. Aber ich habe auch schon bequemere Headsets aufgehabt. Also ich denke mal, wenn man jetzt 6, 7, 8 Stunden zockt und das kommt ja vor, das soll ja vorkommen, munkelt man, dann kann das vielleicht doch irgendwann unbequem werden. So, ganz interessant noch, wir haben eine Reihe von Buttons an dem Headset. Und zwar haben wir hier einmal den Einschalter, das ist ein Schieberegler. So, man sieht das halbwegs im Video, sehe ich. 3,5 mm Klinkenstecker, damit könnt ihr zum Beispiel euer Handy anschließen. Dann haben wir USB-C, sehr, sehr cool, dass es USB-C geworden ist. Thumbs up an der Stelle, auch fürs Video bitte. Dann haben wir einen Mute-Button, damit könnt ihr euch muten, ganz cool. Das wird euch auch entsprechend angezeigt auf der PS5, da bekommt man so ein kleines Pop-up reingeschoben. Und dann haben wir noch lauter leiser Tasten. Unter Windows bzw. unter Mac wird die Lautstärke komplett nur noch über diese Tasten geregelt. Das heißt, komplett unabhängig von der Systemlautstärke. Und dann haben wir noch einen Monitor-Button, das ist ziemlich cool. Dadurch wird ein Mikrofon aktiviert und ihr hört eure Stimme so ein bisschen besser. Dann haben wir noch die zwei letzten Buttons, nämlich Chat und Game. Und was die bewirken ist, dass ihr mit einem Klick einstellen könnt, dass ihr Stimmen besser hören möchtet, also eher eure Crewmates, oder dass ihr mehr Ingame-Sound haben wollt. Ja, kommen wir zu einem Early-Fazit, ohne dass ich die Kopfhörer an der PS5 ausprobieren konnte. Kann ich sagen, der Sound ist gut, die Haptik ist
gut. An manchen Stellen, wie gesagt, das ist viel Plastik, aber es fühlt sich an sich sehr solide an. Da kann man nicht meckern für den Preis. Die Mikroqualität leider sehr, sehr schlecht. Das finde ich den wirklich größten negativen Punkt, weil wenn ihr gerne Multiplayer online spielt und viel mit euren Leuten quatscht, dann dann solltet ihr vielleicht nach einer Alternative schauen. Ansonsten kann ich nur sagen, ich finde es schade, dass man diesen Adapter braucht. Aber wer dieses Headset wirklich nur fürs Gaming benutzen möchte und vielleicht nur ab und an mal mit Freunden online spielt und insbesondere eben alles wirklich aus 3D-Audio rausholen möchte jetzt bei der PS5, dem kann ich das natürlich ans Herz legen. Und man kann dazu sagen, 100 € ist nicht die Welt für Kopfhörer. Ja, bei den Sony Noise Cancelling Kopfhörern, da befinden wir uns schnell mal in Preisregionen von 300 bis 400 €. Insofern kann man sagen, durchaus empfehlenswert, aber nicht für jeden. Wenn ihr euch für die PS5 interessiert, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal für weitere PlayStation 5 Videos abonniert. Ansonsten schaut auf meiner Website Forum vorbei. Das PS5 Gewinnspiel, das ich veranstalte, dauert nur noch ein paar Tage. Am 19.11. wird der Gewinner ausgelost. In diesem Sinne, lasst ein Like da, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr über das Headset denkt, ob ihr es euch zulegt, ob euch die Mikrofonqualität ausreicht. Und in diesem Sinne, was mich auch noch interessieren würde, ist bei euch auch schon Zubehör angekommen? Denn bei mir auf Amazon steht aktuell, dass mein Controller und die Kamera, die ich bestellt habe, morgen Abend bei mir ankommen sollten. Stand jetzt 22 Uhr, ist aber beides noch nicht versendet worden. Und ja, Mediamarkt scheint da ein bisschen schneller unterwegs zu sein, deswegen schreibt das auch gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Mein Name ist Fabian und das war PS Let's Play. Wir sehen uns auf forum.de. Macht's gut, ich bin raus.